So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ich schon im letzten Video angekündigt habe, geht's jetzt zum Thomas. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich hier nur zwei Reifen und ein Fahrrad drin habe. Wir rüsten um auf Matschreifen für nasses Wetter und Schlamm und so weiter. Und ich nehme euch natürlich mit, erzähle euch, was das für Reifen sind. Vielleicht hat der Thomas noch ein paar mehr Infos. Und yes, wir starten jetzt los nach Olpe. So Leute, gerade geparkt beim Thomas. Ich steige jetzt mal aus und dann zeige ich euch mal das Haus vom Thomas. Der wohnt hier richtig idyllisch. Einmal abschließen. Schaut mal, hier wohnt der Thomas. Ich mal gerne klopfen. Ja, warte, eben abwischen. Ja, hallo! Und herzlich willkommen in einem... Achso, jetzt hat der Daniel bestimmt schon gesagt, ne? Okay, gut. Ja, das ist meine kleine Schrauberhölle, genau. Das ist gar nicht dein Haus. Ich habe den Leuten gesagt, du wohnst hier. Achso, ja, eigentlich wohne ich ja auch. Meine Frau sagt, ich muss hier unten wohnen, genau, richtig. Ja, Leute, sowas brauche ich noch. Ich muss meine Garage noch ausbauen. Heizung habe ich auch nicht im Keller, nur im Büro. Die habe ich auch gerade erst angemalt, aber die bringen halt schon ein bisschen was, ne? Voll. Auf alle Fälle wärmer als draußen. Ne? Das auf jeden Fall, damit die Bikes auch schön warm haben. Ne? Genau. Ist auch als Toilette getarnt, weil der Raum so klein ist. Ne? Ja, ich weiß nicht, der Daniel hat bestimmt schon was erzählt, was er heute vorhat. Ne? Und ich habe eigentlich aber überhaupt keine Zeit. Der fährt jetzt einfach wieder nach Hause. Genau. Was sind da? Was sind so, ne? Guck mal, Leute, da stehen die Reifen schon. Und. Der Thomas hat den Trick angewandt von einem unserer Kommentare. Ich weiß nicht mehr, Dominik H. Dominik H. Ich wollte das kurz zeigen. Dominik, falls du dir dieses Video anguckst, Schläuche reingetan in die Faltmäntel und dadurch ist das hier schon schön. Dann kommt hier keine Milch mehr vorbei. Der schließt direkt ab und der ist ein bisschen vorgedehnt. Super Trick auf alle Fälle. Direkt angewendet. So. Und wir rüsten heute mal Daniels Fahrrad mal auf Reifen um, weil er will das ganze Jahr ja durchfahren im Winter. Und Winterreifen, also auf gut Deutsch Matschreifen. Warum Matschreifen? Ja, pro, contra, da reden wir, glaube ich, gleich dann einfach mal ein bisschen drüber. Und welcher Matschreifen und so. Was ich euch noch vorweg dazu sagen wollte, wir haben diese Matschreifen sehr günstig erhalten. Jemanden, der für die Mountainbike Rider einen Test geschrieben hat, der ist am 17. kommt die Mountainbike Rider, glaube ich, raus. Da ist dieser Test von diesen ganzen Matschreifen auch drin. Vielleicht habt ihr Bock, euch den auch mal anzugucken. Würde mich auf alle Fälle freuen. Yes, ich würde sagen, ich pack mal meine Reifen aus und dann starten wir auch gleich. Let's go. Okay, Leute, ihr wisst ja Bescheid. Wenn ich keine Ahnung habe, dann erzähle ich auch nicht irgendeinen Quatsch, sondern frag Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben. Und deswegen erklärt der Thomas euch jetzt, was denn der Unterschied zwischen Matschreifen ist zu normalen Reifen, wieso, weshalb, was da anders und so weiter. Um das am besten kurz zu zeigen, an meinem Fahrrad habe ich quasi jetzt dieselbe Reifenkombi drauf, die der Daniel auf seinen Torque auch drauf kriegt. Und zwar fahre ich vorne einen Schwalbe Dirty Dan und hinten fahre ich einen Schwalbe Magic Mary. Beide in, natürlich winterüblich in Soft Compound. Ich fahre sowieso gerne Soft Compound, weil ich ja total gerne Reifen wechsle und weil ich gerne Grip habe. So, also mir ist halt Widerstand nicht so wichtig. Was ist jetzt der Unterschied? Der Magic Mary ist ja jetzt ein Reifen, den fahre ich das ganze Jahr. Und hier sieht man schon eine schräge Stollenanordnung. Man hat Mittelstollen zum Abrollen etc. Was ist der Unterschied zum Matschreifen jetzt? So, dann zeigen wir mal dann vielleicht in meinen Augen einen der besten Matschreifen, den es überhaupt gibt. Den Dirty Dan. Man sieht schon, also erstens gibt es keine Laufrichtung bei der Montage. Zweitens, die Stollen sind einfach viel länger und es sind an der Seite noch wirklich massive Stollen für die Kurven. Und was sofort auffällt, vor allem wenn man den Reifen live sieht und wenn du mal von oben filmst, der Reifen wirkt unglaublich schmal, obwohl es ein 2-3-5er Reifen ist. Warum ist der Reifen so schmal bei einem Matschreifen? Weil breite Reifen sind doch immer cool. Nein, breite Reifen haben großen Nachteil im Matsch. Was ist das Problem beim Matsch? Oft ist nur die obere Schicht wirklich lose und darunter ist ja fester Boden. Der Matschreifen, dadurch, dass er sich reinfräst in den Boden, greift er in diesen unteren Boden und man hat dann wieder Grip.
Das ist zum Beispiel das Phänomen, warum es gab mal vor 2 Jahren, war das glaube ich, oder vor 3 Jahren, da waren Fatbikes total in. Die funktionieren auf komplett losem Boden wie Sand, Schnee etc. funktionieren die sehr gut. Auf Matsch nicht, weil sie nämlich auf dieser losen Schicht dann oben drauf schwimmen, weil sie nicht unten in die tiefe Schicht reinkommen. Deswegen konnte man Fatbikes nicht gut auf Matsch fahren. Deswegen haben wir Matschreifen, die einfach schmaler sind, mit höheren Stollen, mit viel aggressiveren Stollen auch. Ganz ehrlich, für die Straße sind diese Reifen absolut ungeeignet. Also die haben Rollwiderstand, da denkt man gefühlt auf dem Asphalt, das Fahrrad bleibt von alleine bergab stehen. Also ist wirklich nichts, ist nur fürs Gelände. Aber da ist es wirklich, dass, ich bin gespannt, wie Daniel darauf klarkommt. Wir werden ja wahrscheinlich mal zusammen fahren, in gar nicht so langer Zeit. Und da mal gucken, wie er damit klarkommt bei widrigen Bedingungen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Okay, Statement zu Reifen. So, ich sehe es immer viel in diesem Internet, genau, so heißt das. Zum Beispiel, dann schreibt jemand, ja, Magic Mary hatte ich auch mal, ist scheiße. Ein Maxxis Assegai hatte ich auch mal, ist scheiße. Jetzt gibt es ganz große Unterschiede bei den Reifen. Und wo man drauf achten muss, sind eigentlich nur 2 Sachen. Das ist einmal die Gummimischung. Habe ich eine harte, habe ich eine weiche Gummimischung? Aus wie vielen Bereichen besteht die Gummimischung? Also es gibt Hersteller, zum Beispiel Maxxis macht 3C, die haben dann in dem Mittellaufbereich und in dem Laufbereich, wo die Stollen sind, eine andere Gummimischung wie außen, weil halt andere Sachen gefordert sind. Bestehen also aus 3 Gummimischungen. Um da genauer ins Detail zu gehen, müsstet ihr euch zu den Reifenherstellern, bei Continental kann man sich das sehr gut ansehen, da gibt es da auch ganz viel Infos zu. Jetzt aber zu dem Punkt Karkasse. Das ist eigentlich das Wichtigste für uns Gravity Mountainbiker. So ein Reifen hier, ja, der hat quasi nur eine ganz dünne Einfachkarkasse. Das ist bei Maxxis daran erkennbar, dass hier nicht Double Down oder Downhill draufsteht, sondern einfach nur Exo Protection und 50 PSI. Bei dem Schwalbe-Reifen hingegen haben wir jetzt genau das krasse Gegenteil. Da heißt das Ganze nämlich Super DH. Und zusätzlich seht ihr dieses Gittermuster, kann man glaube ich sehen in dem Video. Das ist die Snake Skin, die ist halt extra resistent so gegen Steine und sowas. Also daher gesehen ist der Schwalbe-Reifen schon für Gravity, für so den normalen Bikepark-User schon eine gute Sache. Und wenn ich jetzt hier so knicke, der springt sofort zurück und ist unglaublich stabil. Das muss man aber selber eigentlich fühlen, haptisch erleben, damit man das halt wirklich echt fühlen kann. So, zu dem Thema, der Magic Mary habe ich aber auch mal gefahren, der ist scheiße, wollte ich dann noch sagen. Den Magic Mary, den gibt es einmal so wie diesen hier, als Evo-Version mit Super DH-Karkasse, mit Addix Ultra Soft Compound, also alles volle Mickey Mouse, der Reifen, kostet dann um die 70 Euro. Es gibt aber auch den Magic Mary Reifen mit demselben, der Name ist nur... Bei allen haben auch Reifenhersteller übrigens. Der Name steht nur für das Profildesign, wie die Stollen angeordnet sind. Der hat nichts mit der Reifenqualität zu tun. Das sind dann diese kleinen Zusatzbezeichnungen. Bei Maxxis kann man es auch schön sehen. Halt diese ganzen Bezeichnungen hier. 3C, Max Terra, das hier halt alles. Weil ich kann mir auch einen Magic Mary kaufen in der Performance oder in der Bikepark Edition. Der kostet im Angebot manchmal nur 25 Euro. Der ist aber auch 25 Euro, weil der ist steinhart, der hält zwar ewig, aber der hat null Grip, weil dann halt einfach hier der Gummi anders ist. Der Daniel kann jetzt gleich selber mal hier alleine den Gummiunterschied auch zwischen dem Dirty Dan hier und dem Maxxis mal fühlen. Ist einfach unglaublich weich, halt deswegen hat er so viel Grip, der Reifen. Ne? Also, was natürlich der Nachteil ist an einer stabilen Karkasse, weswegen viele die dann doch nicht fahren. Also wenn man nicht viel Bikepark fährt, reicht halt auch eine Trail-Karkasse bei Schwalbe, da muss es nicht die Super DH sein. Allerdings, was natürlich ist, und das ist wieder die Sache, wo ich auf das Thema zurückkomme, wie wir mit dem Lapierre gefahren sind, wo Leute sagen, 20 Kilo für ein E-Bike ist aber gar nicht leid. Ja, es sind aber 1,4 Kilo Reifen auf dem Rad. So, und ich kann ja dann auch so einen Reifen montieren, der locker pro Reifen 500 Gramm weniger wiegt. Ne? Also wenn man das jetzt hier hebt, ist ein Riesenunterschied. Also Daniels Rad wird jetzt schön schwer für den Winter, damit er viel für Enduro One trainiert. Okay, Leute, ja, ich habe gerade mal selber gefühlt, also der Reifen fühlt sich komplett anders an. Das ist gar kein Vergleich zum Maxxis. Ich bin richtig gespannt, wie das Ding sich fährt. Da werde ich euch natürlich auch wieder mitnehmen. Bei viel schlechtem Wetter, viel Matsch, viel Regen und auch
im Bikepark, weil am Sonntag fahren wir das letzte Mal wahrscheinlich diese Saison in Bikepark. Danach. Nicht nur wahrscheinlich, weil das ist der letzte Tag, wo der Bikepark offen hat. Ja. Das letzte Mal Winterberg ist es auf alle Fälle. Das letzte Mal, sagen wir das letzte Mal Winterberg, ja, genau. Weil es gibt ja noch Warstein, ne? Olpe gibt es auch noch einen schönen Bikepark, habe ich mal gehört. Olpe, ja, ich habe gehört, da soll es einen Bikepark geben. Ja, ja, genau. Aber Olpe hat auch noch auf. Olpe hat immer auf. Immer. Das heißt, es liegt Schnee. Okay, ja, bis also die Schnee Fragen liegt. Könnt ihr euch auch bei YouTube, wenn kein Schnee liegt, hat Olpe auf. Okay, das ist doch schon mal super. Ja. Ja, wir werden auf jeden Fall berichten, weil am Sonntag ist der Thomas sogar mit in Winterberg. Ich bin richtig gespannt. Normalerweise ich Winterberg. Ich war übrigens seit anderthalb Jahren nicht mehr da und das muss ich kurz erzählen. Mein letztes Winterberg-Erlebnis war mit dem Tim zusammen. Das ist der Bauleiter von unserem Haus. Und wir sind hingefahren und es war so voll, dass wir nach einer halben Stunde den Sack so voll hatten, dass wir nur noch Slopestyle gefahren sind und dann mit unseren Downhill-Bikes ins Trail-Center gefahren sind, weil wir keinen Bock auf Anstehen hatten. Das war mein letztes Winterberg-Erlebnis und davor war ich wiederum ein Jahr nicht da. Also ich bin jetzt so richtig in Winterberg gefahren, schon 2,5 Jahre nicht mehr. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe gehört, dass die in Winterberg halt auch einen Bikepark haben. Kann ich mir gar nicht vorstellen aus eurer Sicht, dass die sowas Ähnliches haben, aber wir gucken uns das mal an. Ja. Und vielleicht kann ich in Daniel ja auch über die eine oder andere Sache so ein bisschen easy mal ein bisschen drüber ziehen. Wir gucken mal. Ich bin gespannt. Ja. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Wir müssen jetzt arbeiten. So. Ciao, ciao.